Ein Kirchenraum wird zum Tanztraum, zu einem einmaligen Tanztempel. Die Mannheimer Trinitatiskirche stand rund 15 Jahre lang leer, war praktisch ungenutzt. Vor 6 Monaten wurde sie endlich wieder wachgeküsst vom zeitgenössischen Tanz. Dass wir hier proben dürfen und vor Ort unser Stück entwickeln können, ist an sich schon unglaublich. Das Gefühl hier ist einfach pur. Es ist voll mit guten Vibes. Wir sind so glücklich, dass wir das hier in Mannheim haben. Die evangelische Trinitatiskirche mitten in der Mannheimer Innenstadt. Ein architektonisches Juwel, modern und schnörkellos. 1959 vorwiegend aus Sichtbeton gebaut. Ein perfekter Ort für das Eintanzhaus, das neue Zentrum der freien Tanzszene in der Region. Ein Highlight? Die gigantische 200 Quadratmeter große Tanzbühne. Ein Traum für jeden Tänzer. Also wir wollten halt auch wirklich ein Haus für die Künstler bauen. Wir haben nicht die Bühne klein gemacht, den Zuschauerraum groß. Was natürlich finanziell irgendwie logisch wäre, das so rumzumachen. 300 Leute rein und eine kleine Bühne. Wir haben es andersrum gemacht. Also eher so aus der Sicht der Künstler. Aber natürlich haben die beiden Gründer des Eintanzhauses, Daria Holme und Erik Trottier, auch an die Zuschauer gedacht. Das Tanzzentrum soll offen für alle sein, für Tänzer und Tanzinteressierte. Rund 150 Zuschauer finden auf den originalen Kirchenbänken Platz, die, wie die gesamte Kirche, unter Denkmalschutz stehen. Okay. So. Das Publikum soll auf diesen Kirchenbänken sitzen, um irgendwie so diese Geschichte im Raum zu halten. Weil es ist schon wichtig, das nicht zu vergessen, dass wir hier in der Kirche sind. Direkt unter der Kirchenorgel der neue Arbeitsplatz der beiden Intendanten. Privat ein Paar und auch ein Dreamteam, was die Idee und Realisierung des Eintanzhauses angeht. Sie haben Stadt und Kirche von ihren Plänen überzeugt, hunderttausende Euros eingetrieben und innerhalb einer nur 6-monatigen Bauphase die Trinitatiskirche umgekrempelt. Am Anfang habe ich gedacht, das ist zu, Zeit ist zu wenig. Aber haben wir geschafft. Aber das war viel Arbeit. Das war viel Arbeit. Es war eine total verrückte Zeit. Ja, komplett verrückt. Wir haben hier gelebt in der Zeit. Ja. Mittlerweile gibt es sogar eine kleine Bar. Die Fliesen hat der Kanadier Erik Trottier eigenhändig verlegt. Und auch das gehört zum festen Programm des Eintanzhauses. Tanzpartys für alle. Aber nicht irgendwelche, sondern meistens mit Motto. Wie hier, Tanzen vor originalen Musikvideos. Das Eintanzhaus bietet auch Kurse für Profis, Amateure und für Kinder. Beim freien Kindertanz kommen schon die Kleinsten in Kontakt mit der spirituellen Tanzatmosphäre in der Kirche. Jetzt hüpfen hier also Kinder über den ursprünglichen Altar und Tanzpartys finden statt. Wer hätte gedacht, dass die Kirche so offen ist? Schneller? Ich war schon überrascht und sehr positiv überrascht davon, mit wie viel Interesse, Offenheit, auch Vertrauen eigentlich. Sie uns hier die Türen geöffnet haben und gesagt haben, ihr macht das jetzt hier mal und es wird gut. Mittlerweile gilt das Eintanzhaus als eines der außergewöhnlichsten Tanztheater Deutschlands. En passant, das Stück von Julie Picard und Michel Chang, feiert morgen Premiere. Das Gebäude dürfen die Tänzer für mindestens 5 Jahre nutzen, mit Option auf Verlängerung. Und wollen sie? Das ist nicht an Frage. Klar. Ich sage immer, das ist ein Lebensprojekt. Das ist unser Lebensprojekt.